Ja, einen wunderschönen guten Tag zu unserem weiteren Webinar oder auch Workshop zu Erfolgreich in den USA. Heute mit dem Thema Vertrieb im digitalen Zeitalter, Vertriebspartner, Social Media und E-Commerce. Wir sehen gerade, dass noch viele Leute sich einloggen. Das heißt, wir werden jetzt kurz eben 1, 2 Minuten noch warten, damit auch jeder der Teilnehmer sich einloggen kann. Und dann gehen wir auch gleich in die Begrüßungsrunde und dann in die Diskussionsrunde mit den Teilnehmern heute. Teilnehmerzahl steigt weiter. Okay, sehr schön. Gut, damit wir auch die ganzen Fragen beantworten können und dass jeder Redner sich auch einmal kurz vorstellen kann, fangen wir einmal kurz an. Wir haben ja das Thema einmal schon vorgestellt. Kommen wir zu den Housekeeping Rules für heute, damit jeder der Teilnehmer auch genau Bescheid weiß. Sie sind alle stumm geschaltet. Wenn Sie Fragen haben, Sie finden in dem Panel auf der rechten Seite eine Fragenfunktion Questions. Da können Sie gerne Fragen eingeben. Wir versuchen diese natürlich während des Workshops alle zu beantworten. Die Fragen, die wir nicht beantworten können aufgrund der Zeit und der vielen Fragen, die reinkommen, die würden wir dann an die einzelnen Redner, je nachdem, an wen das adressiert ist, im Nachgang weiterleiten. Und so können Sie dann ja die Fragen auch bekommen. Ebenfalls finden Sie im Dashboard die Funktion Handouts oder auch Downloads. Da können Sie nochmal diese Präsentation und die Kontaktdaten von allen unseren Rednern heute runterladen, sowie weitere Informationen von uns, von der Kammer und wie wir Sie beim Markteintritt, aber auch beim Marktausbau zum Beispiel unterstützen können. An dieser Stelle freut es mich, Ihnen ebenfalls alle Panelisten heute vorstellen zu dürfen. Und als erstes würde ich das Wort an Dominique übergeben. Hallo, guten Tag, danke schön, Gerrit, und vielen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, Dominik Jakovlevic, mein Name, von Gebrüder Weiß, USA. Ich glaube, wir können gleich auf die nächste Slide springen. Genau, ein bisschen über mich selber. Ich bin in der Logistik schon seit, ich glaube, über 17 Jahre tätig. Da hat sich schon einiges getan und in den letzten fast 13 Jahren bei Gebrüder Weiß auf verschiedenen Märkten. Ich war lange in Asien, ich war in Europa und jetzt die meiste Zeit in Amerika. Ich bin verantwortlich für die Entwicklung hier in Amerika. Sozusagen im Titel steht zwar Network Development, aber das basiert sich schon sehr auf die Kundenentwicklung von natürlich Europa nach Amerika am stärksten, weil da dann doch das Herz von Gebrüder Weiß liegt, unsere Zentrale in Österreich. Und believe it or not, wir sind die älteste Spedition auf der Welt, ja, mit über 500 Jahren am Rücken schon. Hat begonnen, glaube ich, mit Kuverten, ja, und Briefen, bis zu 170 Büros momentan, ja, auf der ganzen Welt verteilt mit über 7000 Mitarbeitern. Und ich glaube, was für heute ganz gut passt, ja, mit ganz vielen Lagern, ja, also Warehousing, wo wir unsere ganzen E-Commerce-Kunden, ja, sozusagen betreuen dürfen. Vielleicht können wir da auch gleich auf die nächste Slide springen, dass wir da ein bisschen mehr uns fokussieren auf Amerika. Hier sehen wir unsere Standorte in Amerika. Wie gesagt, das Head Office in Chicago und unsere 10 Büros mit 3 Lagern hier in Amerika. Ich glaube, unsere 3 Lager hier gemeinsam haben 200.000 Square Feet. Ja, und wir momentan haben so über 35 Kunden, die wir da betreuen im 3PL. Ja. Global haben wir, glaube ich, fast 90 Standorte mit eigenen Lagern und ich glaube, über 7 Millionen Square Foot. Ja, und so. Ein bisschen zu uns und vielleicht noch ganz schnell, Gebrüder Weiß bietet an global die Luft- und Seefracht natürlich, ja, der internationale Bereiche, die Logistik Solutions, die über unsere Lager abgewickelt werden, Breakbulk, alles, was ein bisschen so Oversize ist, Customs Brokerage und auch Domestic. Danke. Ja, vielen Dank. Als nächsten Redner möchte ich gerne Matthias Amberg vorstellen. Ja, schönen guten Tag. Auch ich begrüße Sie heute recht herzlich zu unserer Reise in die USA. Mein Name ist Matthias Amberg. Ich bin Steuerberater, deutscher Steuerberater, amerikanischer Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Partner bei Rödl & Partner hier in den USA vor Ort in Chicago.
bin seit 17 Jahren für Rödl & Partner in den USA unterwegs und ja, und freue mich heute einige steuerliche Aspekte beitragen zu können, hoffentlich. Wir als Rödl & Partner, wir sind in den USA, das ist der verlängerte Arm von Rödl & Partner aus Deutschland. Wir haben derzeit 8 Standorte in den USA, verteilt üblicherweise im mittleren Westen, Ostküsten, Süden der USA, sehr stark, wo der deutsche Mittelstand auch geschäftlich unterwegs ist. Wir sind ca. 270 Kollegen in den USA, davon sind ein Drittel deutschsprachig. Für uns ganz wichtig, das Fachwissen hier vor Ort zu haben, aber nach wie vor auch die deutsche Sprache. Unser Hauptfokus in den USA, wenn wir einen Slide weitergehen noch bitte. Unser Hauptfokus in den USA liegt auf dem Bereich der Steuerberatung. Hier natürlich, sage ich mal, die Dinge, die in den USA vor Ort beraten werden müssen, getätigt werden müssen, gefeilt werden müssen, aber natürlich auch über den Tellerrand hinaus zu decken, was muss ein deutsches Unternehmen, was Geschäftsaktivitäten in den USA pflegt, auch aus deutscher Sicht heraus beachten. Für steuerliche Sonderthemen, Verrechnungspreise oder Expats haben wir eigene Abteilungen, die sich darum kümmern. Im Bereich des Rechnungswesens sind wir sehr stark im Rahmen der Wirtschaftsprüfung bei unserer Mandantschaft unterwegs. Aber wir haben auch an jedem unserer Standorte in den USA eine eigene Finanz- und Lohnbuchhaltungsabteilung, wo wir gerade Unternehmen, die jetzt den ersten Schritt machen in die USA, in dem Bereich, ich sag mal, unterstützen, mit an die Hand nehmen und darauf hinweisen, was in den USA zu tun ist. Ja, damit würde ich es gerne belassen und gebe es dann auch direkt weiter. Super, vielen Dank, Matthias. An dieser Stelle möchte ich einen weiteren Redner vorstellen, und zwar den Uli. Hallo zusammen, Uli Scherhaus hier. Ich bin von der Firma TechPoint. Wir stellen Konsumgüter her, beziehungsweise lassen die produzieren, wir entwickeln die und verkaufen die in Europa und auch in den USA. Ich kenne den Garrett und die German American Chamber of Commerce seit etwa 5-6 Jahren. Wir waren auf Messen in den USA unterwegs und haben uns dann 2016 entschlossen, den Vertrieb in USA über eine Incorporated zu betreiben und nicht mehr aus Deutschland heraus, und sind seither in USA eben über diese Gesellschaft aktiv. Und wie gesagt, unsere Kunden sind Facheinzelhändler, das sind Katalogversender, aber auch immer wichtiger der Online-Vertrieb, ein eigener Online-Vertrieb oder ein Online-Vertrieb über Partner, können wir nachher nochmal genauer drauf eingehen. Wir entwickeln unsere Produkte hier in Deutschland oder mit Partnern in USA oder in China, lassen das weitestgehend in Fernost produzieren und verschiffen das dann direkt in die USA oder nach Europa und verkaufen dann dort. So, was wir so machen, haben wir, glaube ich, noch 2 Slides vorbereitet, dass ihr da einen Überblick bekommt, was das für Produkte sind. Das sind Haushaltsgeräte, Gadgets, Fleischthermometer, eine Grillpfanne, verschiedene Messer, vielleicht die nächste Slide noch. Das nächste Slide bitte. Essbrett, Pfeffermühlen, eine Fleischgabel. Steak Champ möchte die perfekten Tools für das perfekte Steak liefern. Mehr dazu mehr. Nachher. Ja, vielen Dank, Uli. Da kriege ich mal gleich Hunger. Als nächstes möchte ich gerne Timo vorstellen von der Firma Barnes & Thornburg. Ja, danke, Gerrit. Auch herzlich willkommen meinerseits. Mein Name ist Timo Rehbock. Ich bin Jurist und Partner bei einer Kanzlei namens Barnes & Thornburg. Wir gehören zu einer der größeren Kanzleien in den USA mit 20 Büros, mittlerweile fast 700 Anwälte. Ich bin Partner hier in Chicago und berate letztlich die Europäer im US-Markt beim Markteintritt und beim Marktausbau. Ich freue mich, gleich zum Thema Vertrieb hier und E-Commerce mit Ihnen zu reden. Ja, vielen Dank. Und dann die letzte Rednerin heute ist dann Annalena Lenz. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Anna Lenz, ich arbeite für das Christkindlmarkt-Team, speziell German American Events LLC, das ist der offizielle Name. Bin auf der nächsten Slide kurz vor ein bisschen was zu mir. Ich komme aus dem schönen kleinen Mainz, aber habe in den letzten 6 Jahren viel im Ausland gelebt. Bin seit 2019 dabei, den Weihnachtsmarkt hier in Chicago zu organisieren.
Und wie sich jeder vorstellen kann, das heißt 2019 eine Saison richtig mitgemacht und dann 2020 kam Corona und wir mussten umstellen. Und dann auf der nächsten Slide noch ein bisschen was vorher zu dem Weihnachtsmarkt selber, dem Christkindermarkt. Seit 1996 gibt es uns. Wir sind direkt inspiriert vom Nürnberger Christkindermarkt und ermöglichen deutschen Ausstellern den Eintritt in die USA. Zum Beispiel Steiff ist da ein ganz gutes Beispiel. Die kamen vor einigen Jahren und sind über uns, über eine Bude bei uns in den Markt eingestiegen und arbeiten jetzt aus Rhode Island, glaube ich. Und wir versuchen quasi deutsche Traditionen im Winter in Chicago darzustellen, haben inzwischen drei Standorte im Großraum Chicago und waren dann, wie gesagt, 2020 damit beauftragt, das Ganze online zu stellen und einen Online-Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen und haben dadurch unseren E-Commerce entwickelt und unsere komplette Webseite umgestellt. Dazu aber natürlich noch später mehr. Ja, aber so viel soweit dazu von mir. Ja, perfekt. Vielen Dank. Dann als nächstes diejenigen von Ihnen, die nächste Slide bitte, die noch nicht das Vergnügen hatten, an einem Webinar von mir teilzunehmen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Gerrit Ahlers. Ich leite hier die Consulting-Abteilung in Chicago. Was wir machen, ist alles rund um Markteintritt und Marktausbau für deutsche, aber auch europäische Unternehmen. Bin gebürtiger Bremer, wohne aber seit 9 Jahren in den USA, davon seit 6 Jahren bei der Kammer. Und ich sage immer so schön, ich durfte the good, the bad, the ugly einmal durchmachen, weil ich mit meinem ehemaligen Arbeitgeber eine Niederlassung in den USA gründen durfte. Von daher weiß ich, was es bedeutet, den Vertrieb von der Pike auf aufzubauen. Für diejenigen von Ihnen, die noch nie mit einer Kammer zusammengearbeitet haben, speziell hier in den USA, Sie sehen auf der Map unsere verschiedenen Standorte. Wir sind aktuell hier angesiedelt in Chicago mit unserer Zweigstelle auch in Detroit, Michigan. Und wir haben in den ganzen USA ca. 2500 Mitgliedern. Als nächstes, auf der nächsten Slide sehen Sie unsere Dienstleistung. Das heißt, wie Sie sehen, wir haben von Marktanalyse, Geschäftsvermittlung, also Geschäftspartnervermittlung, aber auch in Kasso, M&A-Beratung oder Personalberatung verschiedene Dienstleistungen für Sie. Wenn man auf der weiteren Folie das sieht und das auch in der Zeitlinie sieht, von der Vorbereitung zum Markteintritt, aber auch zu der Marktbearbeitung, sehen Sie ganz genau, egal wo Sie gerade in Ihrer Strategie sich befinden, sind wir mehr oder weniger ein One-Stop-Shop für Ihren Markteintritt, aber auch für Ihren Marktausbau. Alles andere, was wir intern nicht anbieten, da haben wir unsere Partner natürlich dafür, wie zum Beispiel Herr Amberg oder auch Herr Rehborg, also Timo und Matthias, aber auch die Dominique, die uns zum Beispiel unterstützen, die Firmen beim Markteinstieg weiter zu helfen. Dann wollen wir auch loslegen mit den ganzen Fragen. Darum sind wir heute auch hier und wir haben natürlich sehr viele Fragen vorbereitet. Wir wissen, das Thema ist hochaktuell, speziell Vertrieb, Vertrieb auch im E-Commerce. Da hat sich natürlich speziell durch Corona in der Pandemie sehr, sehr viel geändert. Es gibt natürlich auch viele Varianten, wie man seine Produkte in den US-Markt verkaufen kann. Wir haben ja eben schon gesagt, E-Commerce, der Vertrieb zum Beispiel über Partner, aber auch Direktvertrieb. Hier gibt es aber auch immer wieder essentielle Fragen, die immer wieder aufkommen. Und eine davon ist zum Beispiel, ob es von Vorteil ist, wenn man den Verkauf in den USA durch eine Tochtergesellschaft abwickelt. Timo, du als Rechtsanwalt, wie würdest du oder was sind deine Einschätzungen hier und deine Erfahrungen in diesem Bereich? Ja, ich denke, wenn man den Markteintritt oder den US-Markt allgemein ernst nimmt, sollte man eine Tochtergesellschaft haben. Nicht nur gerade aus rechtlicher Sicht, um einen gewissen Haftungsschutz zu haben. Aktuelle Themen, zu denen bestimmt Herr Amberg gleich noch was sagen wird, warum es Sinn macht, sich durch eine Tochtergesellschaft zu schützen. Aber vielmehr ist es so, dass man einfach eine sehr größere Marktpräsenz hat. Man hat die 800er Nummer, man hat einen amerikanischen Ansprechpartner und der US-Kunde möchte einfach lieber jemanden vor Ort haben, da die Scheu, jemanden in Deutschland anzurufen, viel zu groß ist. Also wenn man es mit dem US-Markt ernst meint, sollte man diesen Schritt tun und eine Tochtergesellschaft gründen. Aber ich denke, das werden die Kollegen gleich auch bestätigen. Ja, ich kann das nur auch bestätigen, allein eine eigene Telefonnummer hier in den USA zu haben, zu USA-Vertriebszeiten, wo jemand ans Telefon geht, das ist auf jeden Fall horrend wichtig, auch für den Customer-Service-Gedanken.
Du hast den Ball mehr oder weniger auch schon gleich an Matthias weitergegeben. Dann würde ich auch das weiter tun und sagen, Matthias, du hast ja die eine Frage von Timo mehr oder weniger gerade bekommen, aber wenn ich mein US-Geschäft über eine eigene Tochtergesellschaft führe, gibt es zum Beispiel auch irgendwelche interessante Gestaltungsmöglichkeiten bei der Rechtsform, worauf man eventuell achten sollte, wenn man dieses tätigt? Ja, Gerrit, die gibt's tatsächlich. Aber vielleicht noch einen kurzen Kommentar zu dem, was Timo gerade erwähnt hat. Ich kann dem eigentlich nur zustimmen und möchte eigentlich noch ergänzen, dass ich also auch der Auffassung bin, wenn man erkennt, dass der US-Markt mittelfristig ein Markt ist für ein Unternehmen, macht es durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen, das Ganze über eine eigene Tochtergesellschaft abzuwickeln, aus steuerlicher Sicht deshalb, weil man damit im Endeffekt die Muttergesellschaft in Deutschland komplett abgrenzen kann von der steuerlichen Sicht der US-Tochtergesellschaft. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich mich entschließen würde, ich würde eine Tochtergesellschaft gründen in den USA, stellt sich natürlich die Frage, was für Möglichkeiten habe ich, gibt es hier Vor- und Nachteile? Und grundsätzlich ist es in den USA ähnlich geregelt wie auch in Deutschland. Wir haben Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften. Wir haben noch eine Rechtsform in den USA, die wir in Deutschland nicht kennen, eine LLC, in den USA extrem beliebt. Aus deutscher Sicht sage ich da bitte Vorsicht als Investor, weil wir diese Rechtsform in Deutschland nicht kennen und dadurch kann es zu ungewünschten Einordnungen auf seitens des deutschen Fiskus führen, also hier Vorsicht. Aber wenn ich gestalten kann über eine Kapital- oder Personengesellschaft, sollte man hier ein Auge drauf haben, wie ich es mache, aus dem Grunde. Es gibt aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und den USA die Möglichkeit, dass wenn ich eine komplette Personengesellschaftsstruktur hätte, also auf deutscher Seite und in den USA, kann ich mich im Falle von Ausschüttungen von in den USA erzielten Gewinnen, die bis zum Gesellschafter in Deutschland ausgeschüttet werden, kann ich mich ca. 17-18% steuerlich günstiger stellen im Vergleich zu einer Kapitalgesellschaftsstruktur. Hier aber auch wieder die Kehrtseite, dass diese Struktur administrativ aufwendiger ist. Viele Unternehmen wollen erstmal eine schlanke Struktur bilden und wollen erstmal loslegen und den Markt sondieren. Und da ist es mit Sicherheit kein schlechter Weg zu sagen, man macht dann über eine Kapitalgesellschaft, das Pendant zur deutschen GmbH AG in den USA und hat damit, sage ich mal, rechtlich und steuerlich eigentlich auch eine gute Struktur gewählt. Aber im Hinterkopf haben, dass man mit Sicherheit dem Thema etwas mehr Aufmerksamkeit widmen sollte im Vorfeld, um zu schauen, wie ich mich hier steuerlich optimal aufstelle. Okay. Uli, ihr habt ja in den USA auch gegründet. Anschließend an Timo und Matthias Aussagen, was waren eure Gründe, warum habt ihr euch zu den Schritt entschieden? Wir haben eine Zeit lang aus Deutschland Kunden beliefert und haben aber auch sehr schnell festgestellt, was Timo vorher gesagt hat, dass es für Amerikaner extrem einen großen Unterschied macht, ob die mit einer Adresse in Deutschland korrespondieren oder ob das jetzt eine lokale Adresse oder eine regionale Adresse in den USA ist. Nicht nur der Zeitunterschied, sondern auch einfach das Wohlfühlen dabei, ja, dass man im Land einkauft, einen Ansprechpartner im Land hat und selbst so Dinge wie Zahlungen, ja, ist es in unserem Geschäft, wir kriegen immer noch das meiste an Schecks. Ja, das ist es einfach ein höherer Wohlfühlfaktor für die Kunden, dass es im Land stattfindet. So, und das geht, wie gesagt, bis zur Zahlung hin. Ja. Und das war dann ein Grund. Und der Aufwand ist auch für einen, der in Deutschland schon mal eine Firma gegründet hat oder eine GmbH, ist da, ich sage jetzt mal, erschreckend einfach und schnell und unkompliziert eigentlich. Ja. Und der Aufwand ist jetzt auch nicht, finde ich, hoch. Und wir sind bislang mit dem Modell sehr zufrieden, haben auch noch hier steuerlich, rechtlich keine Themen gehabt, die da uns irgendwie quer gekommen sind. Und ich würde das heute genau wieder machen, auch für eine kleinere Unternehmung. Ja, wir sind kein Konzern, wir haben nur in Chicago ein Büro und machen von dort aus unser Geschäft. Und das ist wunderbar, würde ich heute genauso wieder machen. Okay, und ihr seid ja auch primär im E-Commerce-Bereich tätig. Welche Plattform, zum Beispiel eigenen Shop, Amazon etc., empfiehlst du für Neueinsteiger, die jetzt speziell auch hier in den US-Markt eintreten wollen? Okay. Wir kamen in den USA, weil uns Einzelhändler gekauft haben oder Kataloge uns in ihren Katalogen dann in ihren Online-Versand aufgenommen haben. Und
wir haben dadurch sehr schnell mitgekriegt, dass unsere Artikel sich auch für online sehr, sehr eignen und haben dann sehr schnell gemerkt, weil dann andere mit unseren Produkten auf Amazon gegangen sind, dass wir da was machen müssen. Ja? Die kurze Antwort ist, einen schnellen Erfolg oder eine schnelle Marktpräsenz kann man haben, wenn man Amazon richtig startet. Ja? So, richtig startet heißt, das nicht anderen überlassen, sondern selbst machen. Ja? Wir haben zu Beginn auch den Fehler gemacht, dass wir an Amazon verkauft haben als Vendor. Und dann hat Amazon mit dem Produkt und vor allem mit den Preisen gemacht, was sie wollen. Und wenn man dann noch in anderen Kanälen zugange ist, fällt einem das sehr schnell auf die Füße. Dann der nächste Fehler, den wir begangen haben, war, dass wir anderen Sellern den Verkauf von unseren Produkten überlassen haben. Und das ging dann auch relativ schnell in die Hose, weil dann hast du einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Sellern mit deinen Produkten und den Ärger hast dann trotzdem du als Marke, weil in anderen Kanälen kriegst du dann eine auf dem Dach oder musst du Ware zurücknehmen oder Preisnachlässe geben, weil die anderen Kanäle wollen auch auf das Niveau, das auf Amazon stattfindet. Und wir haben sehr viel Prügel erhalten und sehr viel Geld bezahlt, um dann letztendlich Amazon meiner Ansicht nach besser zu machen. Und das heißt, wir verkaufen jetzt auf Amazon selber direkt, sowohl in Europa als auch in USA und werden das auch in anderen Amazon-Regionen jetzt mit dem gleichen System vorgehen. Das heißt, wir haben eigene Leute oder Freelance-Leute, die bei uns dann das SEO für Amazon machen, die Werbung auf Amazon machen, sodass, wenn ihr ein Thermometer sucht oder eine Fleischgabel oder eine Grillpfanne, dass auf Amazon, dass dann auch unsere Produkte beispielsweise vorgeschlagen werden. Und das läuft gut. Ja? Da hat man bei Amazon extrem viele Möglichkeiten und vor allem Amazon hat unter allen Händlern, auch in den USA, die höchste Akzeptanz, genießt das höchste Vertrauen. Und es ist deshalb relativ einfach, dort schnell einen riesengroßen Kundenkreis zu erschließen. Aber das ist in Deutschland genauso, in den USA allerdings natürlich noch größer, weil die Online-Shopping-Bereitschaft dort einfach noch weiter fortgeschritten ist als hier. Ja. Aber man kann viel falsch machen. Mein Tipp wäre es, selbst in die Hand zu nehmen, selbst den Preise zu diktieren, keine anderen auf die Plattform lassen, es nur selbst zu machen auf Amazon und dann mit eigenen Shops, mit einem eigenen Shop oder mit einem Partner, der einen Shop betreibt oder mit, wir haben auch Online-Kunden, die auch unsere Preise einhalten, dann einen eigenen Online-Vertrieb dann mit einem Third-Party-Fulfiller dann da hinten dran zu setzen. Das funktioniert auch gut, ja. Aber das hat natürlich wiederum andere Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Amazon ist als erster Schritt, wenn man schnell was erreichen will, ist eine gute Möglichkeit. Okay, das sind natürlich sehr wichtige Informationen, vor allen Dingen, dass man auch in erster Instanz, ich sage es mal, ein bisschen Lehrgeld bezahlen muss, bis man wirklich seine richtige Schiene gefunden hat. Du hast das Thema eigenen Shop genannt und da möchte ich jetzt zu Anna übergehen, weil ihr habt ja, ihr macht ja den Weihnachtsmarkt hier in Chicago, aber auch in anderen Regionen hier rund um Chicago mit, ich glaube, über 1,5 Millionen Besuchern im Jahr. Und du hast eingangs ja erwähnt, aufgrund der Pandemie musstet ihr das ein bisschen umstellen, weil der Markt so nicht stattfinden konnte. Das heißt, ihr habt den kompletten Weihnachtsmarkt in einem digitales Event umgewandelt mit einem inkludierten E-Commerce-Shop. Das heißt, meine Frage hier, und das ist genau das, was Uli ja auch gesagt hat, dass man seinen eigenen Shop erstellen sollte. Welche E-Commerce-Plattform habt ihr denn, also ihr habt ja eure Hausaufgaben gemacht und geguckt, welche von diesen ganzen 1000 E-Commerce-Shops oder Plattformen, die es gibt, kann man am besten nutzen? Welche Plattform gibt es und welche habt ihr benutzt und wie wählt man überhaupt die richtige Plattform für einen aus? Was sind eure Erfahrungen da? Ja, also auch wir haben uns am Anfang natürlich gefragt, sollen wir über die Schiene Amazon gehen? Aber auch da haben wir uns gedacht, wir wollen in unserem kleinen Kosmos des Christkindlmarkets bleiben. Wir wollten unseren Ausstellern auch die Chance geben, direkt Einfluss zu haben darauf, wie ihr Produkt aussieht, wie das Produkt beschrieben wird, wie das Produkt, wie das bepreist wird.
Also da den Ausstellern auch viel Möglichkeit der Eigengestaltung geben und quasi nur wie so eine Art zweites Amazon, aber für Weihnachtsmarktprodukte erstellen. Das ist so unsere Vision, auch in der Zukunft. In unserer Recherche sind wir über viele individuelle Drittanbieter gegangen. Ein paar große sind zum Beispiel BigCommerce, Wix, Shopify oder WooCommerce. WooCommerce ist an WordPress gebunden und das war dann auch unsere finale Entscheidung. Was ganz wichtig ist, denke ich, bei der Auswahl zu sehen, was in die eigene Webseite, in die existierende Webseite integrierbar ist und was einem die meiste Flexibilität gibt, je nachdem, was man machen möchte. Also bei uns war es eben so, unsere existierende Webseite hat einfach kein Angebot für Online-Shops gehabt. Unser Anbieter, der unsere Webseite geführt hat, der konnte das einfach nicht machen. Das heißt, wir mussten nicht nur den E-Commerce-Shop aufbauen, sondern auch noch eine komplett neue Webseite kreieren. Und da hat sich für uns eben WordPress und damit auch WooCommerce angeboten, einfach weil WordPress inzwischen ein ganz großes Netzwerk hat. Ich glaube, inzwischen fast jede dritte Webseite in den USA ist durch WordPress betrieben. Also die sind ganz groß. Da ist der Kundenservice auch sehr gut und auch einfach das Angebot im Sinne von Wissen. Das heißt, die Knowledge Base ist riesig. Egal, welche Frage man hat, kann man eigentlich bei Google einfach eintippen, WordPress hinten dranhängen und man findet irgendjemand, der das Problem schon mal hatte und gelöst hat. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, weil wir wollten eben von diesem Gedanken wegkommen, dass wir das alles abgeben, sondern wir wollten es alles selber machen. Wie gesagt, wir wollen Amazon für Weihnachtsmarktgeschenke werden und das heißt, wir brauchen ganz viel Autonomität und müssen ganz viel selber entscheiden können, ändern können, machen können und vor allem auch ganz schnell ändern können, weil gerade im E-Commerce-Bereich ändert sich so viel so schnell, dass man ständig sich anpassen muss, ständig reagieren muss. Und ja, also ich kann da aus eigener Erfahrung nur WordPress und WooCommerce damit bewerben. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere große, große Anbieter, die das eben auch zumindest in Teilen irgendwie anbieten. Und im Endeffekt sollte man sich einfach nur überlegen, was möchte man, was muss man haben und wie viel Einfluss möchte man haben, beziehungsweise auch wie viel Arbeit, weil natürlich ist das auch mit Arbeitsaufwand verbunden. Uli und Anna, ihr habt beide gesagt, Fulfillment ist natürlich das A und O. Und darum freue ich mich auch, dass Dominique heute hier mit dabei ist, als erfahrene Logistikerin. Wie würdest du sagen, Dominique, speziell, weil ihr auch den Weihnachtsmarkt ja unterstützt habt, was sind einige Markttrends oder aktuelle Trends gerade, speziell in Bezug auf das Fulfillment und was muss man hier beachten? Ich glaube, die Anna und ich glaube auch der Uli haben schon beide ein ganz wichtiges Schlagwort gesagt. Schnell, ganz schnell, fast. Ja. Also ich glaube, Speed to Market ist hier ganz wichtig. Überhaupt seit der Corona-Zeit, also mit diesen Online-Bestellungen, ja, das Fulfillment und das 3PL-Warehouse, das dann processed, ja, muss am selben Tag passieren. Ja, das war jetzt ein ganz großer Trend, dass man da Cut-Off-Times komplett verändert. Ja, das ist jetzt nicht mehr so wie früher. Ja, die Bestellungen müssen bis zum Mittag reinkommen, dass sie noch bearbeitet werden. Ja, und alles andere wird dann am nächsten Tag bearbeitet. Das gibt es jetzt so nicht mehr. Ich glaube, so bis 6 p.m., ja, bis 18 Uhr am Abend muss das noch am selben Tag abgewickelt werden. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier wirklich ganz schnell mitgeht, ja, und das dann auch natürlich Challenges bringt für kleinere Firmen oder Firmen, die eher mehr neuer am Markt sind mit E-Commerce, ja, dass sich die da mal so anpassen und so up to speed sind wie eine Amazon-Plattform, ja, dass die das so schnell abwickeln können. Das ist natürlich ganz schwierig. Da muss man schon, glaube ich, viel Development reinstecken in die Omni-Channels, also in diese Multi-Channels, dass die kleineren Firmen auch so gut dieses nahtlose Shopping-Experience online anbieten können, deren ihren Kunden. Ja. Ich glaube, da geht der Trend mehr und mehr hin, dass man da wirklich Smartphone, Telefon, Desktop, überall seine Bestellungen abwickeln kann, ja, und die dann auch fulfilled werden, sozusagen über das 3PL Warehouse. Wo wir auch sehen, dass der Trend geht, dass der White Glove Service sozusagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das genau auf Deutsch sagt, aber ich glaube, die Kunden mehr und mehr überhaupt in Amerika haben da jetzt
ganz bequem gelernt, ganz viel online zu bestellen, egal wie groß das ist, ja, egal wie teuer das ist, ja, das wird bis zur Haustür bestellt natürlich, ja, und wird vielleicht auch aufgebaut drinnen, ja, und das Ganze innerhalb 2 Tagen. Und da muss man sich, glaube ich, auch ganz stark anpassen im Fulfillment, dass man das überhaupt einmal hinbekommt. Ja, das ist gar nicht so einfach, ja. Und ich glaube, wo auch noch mehr, glaube ich, irgendwie der Trend hingeht, ist alles in Echtinformation, ja, also live, ja, also in dem ganzen E-Commerce-Geschäft, ja. Nicht nur, dass die Bestellungen live getrackt werden müssen, dass der Kunde gleich sieht, wo die Ware ist, aber auch, ja, das komplette Inventory, ja. Also man muss auf einen Schlag sehen, wie viel habe ich noch im Warehouse, wie viel Bestand habe ich noch, ja. Und das nicht nur in einem Warehouse, am besten ist man verteilt über ganz Amerika. Und alles läuft da online ab, wo man sich wirklich die Statistiken rausziehen kann und innerhalb, ja, Minuten sehen kann, wo bin ich jetzt, wo muss ich nachbestellen und wo kann ich ansetzen. Ich glaube, da geht so der Markt hin momentan und ich glaube, das wird auch immer mehr und mehr in die Richtung gehen, ja, dass da ganz große Standards sind im E-Fulfillment. Okay, ja, spannend. Uli, Anna, ihr habt ja beide euer Fulfillment auch aufbauen müssen. Anna, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass ihr auch mit Dominique zusammengearbeitet habt. Aber wie habt ihr die Logistik rund um euren E-Commerce-Bereich aufgebaut? Und dann im Anschluss, Uli, auch bei dir, wie habt ihr euer Fulfillment organisiert? Anna, ja, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Wir standen vor der Herausforderung, lassen wir das bei den Ausstellern, sollen wir Dropshipping machen, das heißt, eine Bestellung kommt rein, wir haben nichts auf Lager, leiten das dann an unseren Aussteller weiter, der das dann selber verschickt, oder machen wir das Fulfillment mit einem Fulfillment Center, wie Gebrüder Weiß zum Beispiel, die dann alles auf Lager haben und für uns eben alles zusammenpacken können, gerade bei so Sachen, wenn ein Kunde mehr als ein Produkt bestellt, nicht nur ein Ornament, sondern auch noch eine Kerze und vielleicht noch eine Glühweintasse dazu, braucht man ja jemanden, der das alles aus den Regalen nimmt, in eine Box packt und dann verschickt und dann auch, falls es mal eine Retour gibt, auch schnell reagieren kann und das wieder abwickeln kann. Und da ging das gerade für uns um diese Schnelligkeit. Wie schnell können wir dafür sorgen, dass der Kunde das Produkt von uns in den Händen hält? Und ja, wir haben ein Hybridmodell im Endeffekt gemacht. Wir haben hauptsächlich unser eigenes Lagerhaus quasi Gebrüder Weiß geführt, haben den eigenen Bestand gehabt, hatten da ein Auge drauf, wie viel haben wir von jedem Produkt, haben dann den Ausstellern immer Nachbestellungen gegeben, haben das alles selber abgewickelt über Gebrüder Weiß und hatten so da den Daumen auch ein bisschen drauf, haben aber 2 oder 3 Ausstellern auch die Möglichkeit gegeben, es selber zu erfüllen, haben aber da genau diese Erfahrung gemacht, dass dann dadurch für den Kunden auch mehr Kosten entstanden sind, weil er plötzlich andere Lieferzeiten hatten, andere Lieferkosten auch hatte und das war einfach, das hat sich nicht gelohnt. Also für unseren Bereich ist auf jeden Fall ein eigenes Fulfillment Center, ein Lagerhaus, wo wir alles auf Lager haben, hat sich absolut gewährleistet, hat auf jeden Fall Sinn gemacht für uns und das kann ich auch nur empfehlen, gerade wenn es darum geht, dass man verschiedene Produkte hat, die vielleicht auch an verschiedenen Orten gelagert sind normalerweise. Mhm. Uli, wie habt ihr das geregelt? Wir hatten es ein bisschen einfacher als die Anna, weil wir wahrscheinlich nicht so viele Produkte im Angebot haben wie ihr und wir haben auch nur eigene Produkte, ja. So, das heißt, wir müssen jetzt nicht von 10 Lieferanten oder von 10 Kunden die Produkte weiterbringen, sondern das sind die eigenen Produkte. Und wir haben das so organisiert, dass wir unsere Ware in Kartons oder in Paletten anfangs von Europa, aber dann auch direkt aus China jetzt hier in das Lager Amazon bringen. Oder wir haben dann für den eigenen Webshop oder für andere Dinge dann auch noch in Chicago einen Fulfillment-Dienstleister, die das für uns dann shippen und fulfillen. Und das ist, ich sage es mal, relativ einfach. Ja? Wir schicken dort eine Palette Ware dorthin. Die lagern das irgendwo ein und die kriegen elektronisch einen Auftrag und sorgen dafür, dass das dann
in einer Rahmenvereinbarung und was die Dominik vorher gesagt hat, es kostet natürlich auch, je schneller du das draußen haben willst, umso mehr kostet das natürlich auch. Ja? Und das ist immer abhängig, wie hoch ist dein Wettbewerb. Wenn du natürlich einen einzigartigen Artikel hast, dann wartet der Kunde natürlich auch gerne mal einen Tag länger. Aber wenn du dich in einem Markt bewegst, der jetzt eine sehr hohe Wettbewerbstätigkeit hast, dann musst du dann eben der Schnellste sein, der liefert, weil sonst kauft bei dir beim nächsten Mal keiner was. Ja? So. Deshalb, für uns ist es da ein bisschen einfacher. Wir müssen jetzt keine High-Speed-Lieferung da abliefern, weil unsere Produkte relativ einzigartig sind. Sie haben eine eigene Brand da. Deshalb ist dieser High-Speed ist für uns jetzt da nicht entscheidend. Was ich auch gelernt habe in den USA, ist, dass die Wege länger sind als bei uns in Europa. Ja? So, das ist eine Überraschung, der man gerne, sag ich mal, oder von der man sich immer wieder überraschen lässt, wie lange es dauert, bis in den USA ein Produkt von A weggeschickt und bei B dann ankommt. Ja? So ein UPS Ground, der ist locker mal 5 oder 6 Tage unterwegs, wenn der in Chicago oder in New York in irgendeinem Fulfillment Center losgeht und dann die Reise nach, weiß ich nicht, nach Kalifornien antritt. Das dauert. Ja? So. Und das kostet auch unterschiedlich. Wir in Europa, in Deutschland sind gewohnt, ich verschicke, wir sind hier in Wolfratshausen, südlich von München, ja, ob ich die Sache jetzt nach München schicke oder nach zu Gerrits Eltern nach Bremen, kostet für uns dasselbe, ist in den USA nicht so, ja. Da kostet alles unterschiedlich. Da hast du, weiß ich nicht, unser Fulfiller, der hat, glaube ich, 6 oder 7 Zones, ich weiß nicht, Dominik, wie es bei euch ist, oder kostet jedes Zone kostet extra, ja, so. Deshalb muss man da auch viel genauer, besser kalkulieren. Das ist auch, was du, Anna, vorher gesagt hast. Ja? Die Logistik muss man wirklich ganz, ganz genau anschauen. Wenn man nicht riesige Margen hat, wenn man ein mega gutes Produkt hat, was keine Wettbewerbs, wo es wenig Wettbewerb gibt und ich wirklich satte Margen haben kann, dann kann man da so mit Auge zwinkern mal die Kalkulation machen. Aber wer im Wettbewerb steckt, der muss in den USA die Logistik wesentlich besser kontrollieren, kalkulieren als bei uns in Deutschland. Das war auch ein echtes Learning. Ja. So, was man von Deutschland aus gesehen gerne mal übersieht, die Größe des Landes. Ja, kann ich definitiv nachvollziehen, speziell auch im Vertrieb, wenn es um Reiseaktivitäten geht. Jetzt nicht nur, wenn man Produkte verschifft. Weil, wie du gesagt hast, wenn man von New York nach Kalifornien möchte, weil man einen Kunden besucht, dann sitzt man schon mal eben locker im Flieger für 4 Stunden. Das ist, als wenn man von Hamburg nach Gran Canaria oder sowas fliegt als Beispiel. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Fulfillment Center hier, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig, speziell im E-Commerce-Bereich. Dominik, wo siehst du genau die Zukunft der Fulfillment-Aktivitäten? Wir haben ja jetzt natürlich Corona, das ist weiter angestiegen nach Corona. Man muss jetzt mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt mit dem E-Commerce. Bleibt es gleich oder wird es wieder back to brick and mortar? Aber wie siehst du die Zukunft der Fulfillment-Aktivitäten? Also ich glaube, jetzt momentan ist alles so ein bisschen up in the air. Ja? Wegen Corona, da hat sich natürlich einiges getan, da wird sich noch einiges tun, aber ganz stark, wo unsere Hoffnung hingeht, ist in die Technologie und die Automatisierung. Ja, also wir hoffen, dass da jetzt noch viel mehr kommt in dieser Industrie. Ja, Blockchain Solutions, ja, wo Zahlungen einfacher sind zum Beispiel, was ganz viel administrative Arbeit erleichtern würde, weil dieses ganze E-Commerce, Fulfillment, 3PL, das ist ganz viel administrative Arbeit noch immer im Hintergrund. Ja. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn da die Zukunft noch mehr und mehr in die Richtung geht, dass da gute Produkte auf den Markt kommen und mit der Automatisierung generell auch in den Lagern, ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber mehr und mehr in die Roboterrichtung geht, ja, dieses Pick and Pack und Packen und Measuring für in die Box und welche Box, ja, wenn man da noch einiges, ja, in der Zukunft automatisieren könnte, wäre das schon ganz toll und ich bin mir auch sicher, das wird passieren, ja, auf jeden Fall, ja, da glauben wir, dass das dahin geht. Okay, ja, ich meine, wir werden es alle in den nächsten 2 Jahren sehen. Ja. Wir haben jetzt natürlich gehört, es ist relativ einfach, dies, jenes und welches zu machen. Man hat den ersten Partner dabei. Man muss auch aber viel lernen. Aber darum haben wir zum Beispiel Timo und Matthias hier dabei.
Nur wenn man jetzt einen eigenen Webshop aufgebaut hat oder generell den Vertrieb in den USA anstößt, da gibt es natürlich auch wichtige Punkte, die man beachten muss, die Anna und Uli natürlich auch beachtet haben. Aber allein von der steuerlichen, von der rechtlichen Seite her, zum Beispiel Matthias, die steuerlichen Ansatzpunkte, die wir aus Deutschland kennen oder aus Europa gewohnt sind zum Beispiel, da gibt es bestimmt auch steuerliche Besonderheiten beim E-Commerce-Geschäft hier in den USA, die man beachten muss. Oder ist es relativ ähnlich? Gibt es da gewisse Punkte, die jeder beim E-Commerce-Shop, wenn wir jetzt mal beim E-Commerce bleiben, hier in den USA beachten sollte oder definitiv beachten muss? Ja, da gibt es schon einige Unterschiede und die werden auch mehr und mehr und mehr, weil das Thema ja auch immer populärer wird. Also wir müssen sehen, wir haben in den USA ähnlich auch wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, wir haben Ertragssteuern, wir haben ertragsunabhängige Steuern wie Umsatzsteuer, relativ ähnlich. Wir haben aber den Riesenunterschied in den USA, dass wir ein Besteuerungsrecht haben, einmal auf Bundesebene, wir nennen das Federal, und dann nochmal auf Staatenebene. Und das macht das amerikanische Steuerrecht kompliziert. Denn jeder Staat in den USA hat sein eigenes Steuerrecht. Also wir haben quasi 50 verschiedene Steuerrechte auf Staatenebene in den USA. Und das muss man beachten. Also wir haben ein Doppelbesteuerungsabkommen auf Bundesebene, was relativ klar regelt, wann ich eine Steuerpflicht in den USA habe und wann nicht. Aber jeder Staat ist über die Staaten nicht gebunden an das DBA. Und dementsprechend haben die ihre eigenen Regeln. Man muss also bei jeglicher Tätigkeit immer zwei Schritte abprüfen. Einmal, was ist meine Konsequenz auf Bundesebene und was ist meine Konsequenz auf Staatenebene? Um hier vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben es gerade schon sehr häufig gehört, das Wort Fulfillment Center. Und der Uli hat von den langen Wegen geredet. Es ist so, dass wenn ich mich eines Warenlagers in den USA bediene, also aus Deutschland verkaufe, aber ein Warenlager vor Ort habe, ist es so, dass wir auf Bundesebene relativ schnell im DBA sehen, ich habe keine Steuerverpflichtungen, ich habe keine Betriebsstätte in den USA. Viele Staaten sehen das aber anders. Viele Staaten sagen, wenn ich Ware in einem Staat habe, von da aus verkaufe, habe ich eine Steuerpflicht in dem Staat. Und bei einem Fulfillment Center ist es ja so, dass man vielleicht im ersten Schritt weiß, wo diese Waren sind, aber dann werden die Waren ja auch verschoben, um dem nachzukommen, was der Uli angesprochen hat, die langen Wege zu verkürzen. Und ob man das bei Amazon vielleicht bei Gebrüder weiß, ob man das mit Sicherheit einfach bekommt, die Information. Aber bei Amazon, ob man da immer weiß, wo die Waren sind und in welcher Staat man jetzt eventuell eine Steuerverpflichtung hat, ist oftmals schwer nachzuhalten. Also da muss man schon intensiv reinschauen. Insbesondere dann, wenn ich plötzlich in einem Staat, wir sind das Nexus, einen steuerlichen Anknüpfungspunkt habe und vielleicht auch selber dahin verkaufe, habe ich dann auch nochmal zusätzliche steuerliche Verpflichtungen. Und vielleicht noch ein Beispiel zum Bereich E-Commerce. Etwas, was wir mehr und mehr sehen, ist der sogenannte Click-Through-Nexus. Also wenn ich mich quasi eines Online-Shops bediene, der dann eine gewisse Kommission bekommt, ist es auch hier so, dass gerade im Bereich der Umsatzsteuer jetzt mehr und mehr Staaten sagen, dass man dadurch einen steuerlichen Anknüpfungspunkt auslöst und dann auch Umsatzsteuer in Rechnung stellen muss, wenn es an einen Endkunden geht. Also hier mussten schon einige Punkte durchdacht werden. Und gerade im E-Commerce-Bereich sehen wir ganz klar, dass die Staaten sich da auch weiterentwickeln. Und hier sollte abgeprüft werden im Vorfeld genau, was man vorhat und was sind die jeweiligen Konsequenzen. Das heißt, das ist alles, was quasi in diesem sogenannten Wayfair-Urteil da hochgekommen ist, sich jetzt noch weiter auch entwickelt hat? Ja, das ist im Endeffekt, Gerrit, das ist der Economic Nexus. Das ist nochmal hinzugekommen, was das Ganze nochmal deutlich erschwert hat. Also in der Vergangenheit war es so, dass wenn ich keine physische Präsenz oder Waren in einem Staat habe oder Mitarbeiter, dass ich dann eigentlich gar keine Steuerpflicht hatte in dem jeweiligen Staat. Und bei der Sales und Use Tax, also bei der amerikanischen Umsatzsteuer, die komplett anders funktioniert als in Europa, dass wir da eigentlich gar keine Konsequenzen hatten, wenn ich direkt aus Deutschland dahin verkaufe. Dieses von dir angesprochene Wayfair-Urteil ist eine riesige Änderung des amerikanischen Umsatzsteuersystems, dahingehend, dass jetzt beurteilt wird, wie hoch sind, welchen Warenwert haben meine Verkäufe in einem Staat oder wie viele Transaktionen führe ich in den Staat durch. Und wenn ich hier gewisse Schwellen überschreite, habe ich dann plötzlich auch eine Sales- und Use-Tax-Steuerpflicht, muss mich registrieren, bei den Rechnungen Sales- und Use-Tax in Rechnung stellen und auch abführen. Und die Sales- und Use-Tax ist auch komplett unterschiedlich in jedem Staat. Also von daher gibt es hier einige Dinge zu beachten. Diese Schwellen, um es nur mal zu sagen, liegen üblicherweise so bei 100.000, 200.000 US-Dollar im Schnitt bei den jeweiligen Staaten.
weil die Anzahl der Transaktionen bei ca. 100 Transaktionen, also von Staat zu Staat etwas verschieden. Okay, das heißt auf jeden Fall, man sollte mit seinem Steuerberater vorher sprechen, je nachdem, in welchem Bundesstaat man in den USA die Ware verkauft. Ja, es ist empfehlenswert, es abzuprüfen, um nicht im Nachhinein im Endeffekt eine böse Überraschung zu haben. Wenn man es im Vorfeld prüft, ist es alles gut handelbar und ja, und der Tatbestand der Überraschung verringert sich. Sehr gut. Wir sehen ja auch öfters, dass Firmen, ich sag mal, Copy and Paste machen wollen, weil man ist ja schon erfolgreich in Europa. Man denkt, man hat schon Sachen wie AGBs, Verträge, möchte die einfach nur kurz ins Englische übersetzen, implementieren, die Webseite vielleicht hier und da ein bisschen anpassen. Aber da steckt ja noch eigentlich viel mehr hinter, was man auch beachten muss. Sowohl, wir haben es ja eingangs gehört, von der Gründungsform, was man da beachten muss. Aber selbst bei diesen ganzen Verträgen und jetzt speziell, wenn man in den E-Commerce-Bereich geht, sind ja noch weitere Punkte, die man beachten muss. Timo, du als Rechtsanwalt, speziell zum Thema AGBs, speziell auch zum Thema im E-Commerce-Bereich. Was ist essentiell, was man da beachten muss, um auf der sicheren Seite zu sein? Ja, zum einen ist ganz richtig, Gerd, ist das Modell, die deutschen AGBs zu nehmen, die schnell zu übersetzen. Weil man denkt, wir haben die kommerziellen Themen abgehandelt, das läuft so nicht. Hier in den USA ist ja allgemein bekannt, aber Common Law, das unterscheidet sich auch fundamental vom Zivilrecht in Deutschland. Insofern muss man schon ein US-Modell fahren. Die kommerziellen Punkte sind genauso wie in Deutschland auch, das kann man genauso schrauben und gestalten, wie es für die eigene Industrie passt. Themen wie Haftungsbeschränkungen, all das kann man genau gleich machen. Was in den USA anders ist, zum Beispiel der sogenannte Disclaimer, dass man gewisse Gewährleistungen ausschließt und das so entsprechend hervorheben muss. Was jetzt im Bereich E-Commerce ganz wichtig ist, es gibt verschiedene Modelle, wie man mit dem Kunden einen Vertrag schließt. Das eine ist das Browser Wrap Agreement, einfach, dass man auf der Webseite ist und dadurch kommt schon ein Vertrag zustande, oder aber eben ein Click Agreement. Und das sollte man genau prüfen, denn da ist die Schuhfirma Zappo gewaltig auf die Nase gefallen. Die hatten ein Browse-Wrap-Agreement und die Gerichte haben gesagt, da kam es nicht wirklich zum Vertragsschluss. Und dann standen sie da und hatten ein Riesenproblem. Das andere Thema ist ganz bestimmt Datenschutz. Das ist ein sehr fluides Rechtsgebiet, aber das sollte man einfach anpassen und ich denke, da muss man Augenmerk drauf haben. Einmal kurz, Matthias, zu dir zuerst mal danke, Timo. Datenschutz ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, speziell mit den verschiedenen Datenschutzgesetzen in Deutschland, aber auch hier dann in den USA. Faustregel kann man immer sagen, wenn man die GDPR, also das deutsche Datenschutzgesetz beachtet, aber dann auch hier in den USA sich an das CCPA hält, dann ist man wahrscheinlich relativ sicher, oder Timo? War gleich an Matthias gerichtet, oder? Mit dem Datenschutz, das war an dich gerichtet. Ja, genau. Also Datenschutz, es ist so klar, Datenschutz, da gibt es leider keine einheitliche Regelung bei uns in den USA. Wie in vielen Bereichen ist Kalifornien der Vorreiter in diesem Gebiet. Mittlerweile gibt es auch 5 oder 6 andere Staaten, die ähnliche Regelungen haben. Mit der Biden-Administration gehen wir davon aus, dass es hoffentlich irgendwann mal eine bundesweite Regelung gibt, dass man einfach Sicherheit hat. Am Ende des Tages hängt es davon ab, welche Daten abgefragt werden, von wo nach wo die Daten verlagert werden. Und da muss man halt eine entsprechende Data Privacy Policy haben. Und das erfordert leider doch eine Einzelfalluntersuchung. Aber das ist gut investiertes Geld, weil die Schadensbeträge, die da hochkommen, die eingefordert werden können, doch ganz schön hoch sein können. Und ich kann Ihnen nur raten, das mal prüfen zu lassen. Okay, sehr gut. Matthias, eine Frage an dich, die auch, und ich denke, das kannst du am besten beantworten, die aus der Audience kommt, die möchte ich nochmal mit einbauen. Und zwar, wie funktioniert die Steuerpflicht bei Subscriptions, also für Online-Lieferungen zum Beispiel, im Subscription-Modell? Ja, das ist die Problematik ist jetzt hier im Detail einzugehen, ist gar nicht so einfach aus dem Grunde, weil wir hier auch wieder die Thematik abprüfen müssen von Staat zu Staat. Hier ist auch jeder Staat mittlerweile verschieden, die eigenen Regelungen haben, die sagen, okay, hier könnten wir ein Risiko haben, hier könnten wir nächstes haben, steuerlichen Anknüpfungspunkt und durch diese Subscriptions
kommt es hier zu steuerlichen Konsequenzen, ertragsteuerlich oder insbesondere umsatzsteuerlich. Da sage ich mal, müsste man auch hier wieder von Staat zu Staat abprüfen, wo das genau ist und was der jeweilige Staat dazu sage. Von der Bundesebene heraus wahrscheinlich nicht so eine Problematik, aber wie gesagt, vom Staat müsste man dann sich dann die Staaten anschauen und dann dementsprechend evaluieren. Okay. Titel haben wir heute natürlich auch, Social Media, also ein bisschen Marketing mit drin. Und da würde ich die Frage an Anna und Uli richten. Wie habt ihr das Marketing für eure E-Commerce gestaltet und wie generiert ihr Traffic zu euren Kanälen? Anna, willst du anfangen? Gerne. Also wir sind von dem mehr Print Modell zu komplett online gewechselt, genauso wie der E-Commerce-Shop natürlich komplett online stattfindet, mussten wir auch das ändern. Und da ist ganz wichtig SEO und SEM, also Search Engine Optimization, Search Engine Management, dass man das auf jeden Fall sich ganz vorne auf die Flagge schreibt, dass man das verfolgt, aber auch eben Social Media. Also wir sind über Facebook und Instagram und Twitter haben alle möglichen Kanäle aktiviert. Meistens kann man auch den Online-Shop über zum Beispiel Facebook oder Instagram noch verlinken. Das heißt, auch da haben wir gewisse Kanäle gefunden für uns, um einfach noch das Marketing voranzutreiben und eben auch zum Beispiel unseren Newsletter. Also was wir ganz neu in unserer Webseite aufgebaut haben, ist, dass man sich überall jederzeit für unseren Newsletter einschreiben kann und jederzeit irgendwie Zugriff haben. Wir haben das dann auch ganz intensiv betrieben, dass wir jede Woche was rausgeschickt haben, einfach auch mit neuen Discount Sale Opportunities, alles Mögliche, dass man da irgendwie noch die Verkäufe antreibt, weil eben einfach alles jetzt digital stattfindet und man sich da auf jeden Fall nicht einfach nur auf sein normales Standardprogramm verlassen kann. Uli, okay. Wie macht ihr das mit Traffic zu euren Kanälen? Wir haben das im Prinzip ganz ähnlich wie die Anna. Wir haben auch vor eineinhalb Jahren da eine Entscheidung getroffen, dass wir uns bei der Kommunikation eigentlich fast ausschließlich, was jetzt nicht an unsere Händler geht, wir unsere eigene B2C-Kommunikation ausschließlich auch nur noch elektronisch machen über Social Media, weil wir dort unsere Audiences einfach besser tracken können. Wir können den Erfolg besser messen. Das ist eigentlich das Kernkriterium. Du kannst die Reichweite besser klären. Und de facto ist es so, dass wir eigentlich, ich sage es mal, auch einen Schwerpunkt jetzt nur auf Instagram und Facebook machen. Und wir bedienen dort ein Blogger-Netzwerk ganz konkret, die wir mit Produkten versorgen, mit Nachrichten und die uns dann weitertragen. Und wir haben Presseveranstaltungen, was wir früher gemacht haben, und Anzeigen, das haben wir eigentlich auch komplett eingestellt und fokussieren uns. Wir sind eine kleine Firma, wir müssen ganz, ganz fokussiert mit den Möglichkeiten umgehen, die wir haben, und machen das. Und das ist toll. Wir haben auch unser Shop ist auch jetzt bei Facebook und Instagram verlinkt. Das sind Dinge, die dauern und man muss sich da langsam und organisch, also wir machen das, unser Publikum suchen. Wir schalten auch Anzeigen auf Instagram oder auf Facebook. Und das Schöne ist, man kann das messen. Läuft das Produkt, läuft das Thema? Ist es ein Scheiß, dann killt man das Ding nach zwei Tagen wieder. Läuft es gut, dann gibst du mehr Batsche drauf. So, das ist super, ja. Und da gibt es einfach Leute, die sich da täglich drum kümmern, die das im Auge behalten. Und für uns ist es eben der Kern, dass wir dort sehr schnell sehen, ob etwas läuft, wie es läuft. Und wir können das gut steuern vom Budget und dann auch von der Wirkung. Okay, sehr gut. Ja, spannend. Dominik, einmal kurz zu dir. Wir springen jetzt gerade ein bisschen vom Thema her. Aber allein durch Corona, die Pandemie, aber auch jetzt, wie es in der Zukunft weitergeht, was würdest du aus deiner Sicht sagen, sind die oder eine wichtigen Herausforderung, speziell auch jetzt in diesem Jahr, für einen Third-Party-Logistikanbieter? Ja, ich glaube, sie werden uns
dieses Jahr noch begleiten und ich glaube auch noch nächstes Jahr diese Herausforderungen, die wir nicht vorhersehen konnten, was passiert ist während Corona, der massive Anstieg an Retail und Consuming, B2C, ja, überhaupt hier in Amerika. Was uns da stark Kopf macht, sind die Arbeitskräfte in unserem Lagern. Ja? Also wir haben wirklich massive Probleme gehabt, gutes Personal zu finden und die dann auch zu behalten. Da musste man wirklich kreativ werden mit Bonuszahlungen über Markt schon bezahlen, ja? dass man da wirklich Leute reinbekommt, ja? die gut sind. Und hatte aber dann dennoch ein bisschen Hoffnung, um da jetzt nicht so negativ zu sein die ganze Zeit. Ich glaube, da waren auch jetzt viele staatliche Unterstützungen, ja, in Corona hat es viele Programme gegeben, ja, die vielleicht die Motivation ein bisschen runtergeschraubt haben, vielleicht jetzt da Lagerarbeiter zu sein, ja. Die gehen vielleicht ein bisschen wieder runter in der Zukunft und vielleicht steigt da die Motivation jetzt vielleicht doch wieder auch mal im Lager zum Arbeiten zum Beispiel, ja, das auf jeden Fall. Dann jetzt vom Inventor gesehen, die Flexibilität, ja, also daher man das so schwer berechnen kann, glaube ich, der Markt ist jetzt so gestiegen, ja, zum Beispiel, und das ganze Inventor, was die Kunden bei uns hatten, ja, ist massiv raufgegangen, ja, das kann aber morgen wieder runtergehen, ja, also dieser Forecast, ja, das ist weiterhin eine große Herausforderung, keiner will sich da wirklich committen und unterschreiben, so wie früher, ja, man weiß es jetzt nicht, ja, aber man muss preislich dann trotzdem als 3PL-Provider trotzdem noch competitive bleiben. Ja. Wir können da jetzt nicht sagen, oh, wenn das jetzt so runter saß, dann kommen die Raten jetzt einfach rauf, ja, für Storage, Pick and Packing oder wie auch immer. Ja. Nein, da muss man, glaube ich, sehr flexibel bleiben. Und was auch noch, glaube ich, interessant ist, ist eine kleine Herausforderung, aber im positiven Sinne vielleicht gesehen, die Key Drivers, ja, die Großen, ja, die setzen da, glaube ich, schon große Trends immer vor und wir glauben, dass man am Mobilienmarkt, glaube ich, ganz aktiv bleiben muss. Ja, also wenn jetzt, weiß ich nicht, Amazon macht jetzt ein neues Logistikzentrum in Houston auf, ja, da muss man dann schnell nachziehen, glaube ich, als Logistiker, ja, und dann da wird wieder viel passieren, da müssen wir vielleicht auch wieder dort Lager aufsperren und wir glauben, das ist zwar eine Herausforderung, aber auch vielleicht eine positive, ja. So sehen wir das ein bisschen vor. Und generell vielleicht noch zum Abschluss zu sagen mit der Logistik, man hat schon immer wieder kurz die Bedenken und die Herausforderung ist da, wenn der Markt weiterhin so pusht, ja, und so auf Druck steht, ja, ob man das überhaupt noch weiter aushaltet. Ja. Geht das weiterhin? Kann man das noch so halten, 18 Monate mit der kompletten Logistik, auch im internationalen Bereich? Ja. Das wird challenging werden, glaube ich. Aber mal sehen. Ja. Definitiv, vor allen Dingen auch mit den Lieferketten, mit den Verfügbarkeiten von Produkten, speziell aus China oder anderen Drittländern, sage ich mal so. Da beginnt es in China, aber es geht bis zum Truckdriver hier in Amerika, wo es jetzt schon eng wird, ja. Ja, das habe ich auch vereinzelt definitiv schon gehört. Ja. Wir haben jetzt natürlich eine sehr interessante und spannende Gruppe hier. Wir haben Dienstleister hier dabei, wir haben aber auch Uli zum Beispiel dabei, der seine eigenen Produkte hat. Wir haben kurz das Thema Marketing angeschnitten. Wie wichtig ist das Thema LinkedIn für euch im Bereich Marketing? Wir haben natürlich jetzt hier verschiedene Key-Gruppen, die angesprochen werden. Das eine sind natürlich jetzt das Netzwerk zum Beispiel, das andere sind aber auch potenzielle neue Kunden. Ich schmeiß mal einfach die Frage komplett in die Runde und sag, wie wichtig ist das Thema LinkedIn bei euch fürs Marketing? Wer möchte zuerst? Freiwillige vor. Also ich kann ruhig anfangen. Wir haben LinkedIn jetzt für uns quasi neu aufgesetzt im letzten Jahr, aber nicht unbedingt für Marketing, für unsere Produkte, beziehungsweise, sondern eher für Brand Awareness. Das heißt, dass uns die Leute erkennen als Marke, Christkindl Market. Wir wollen natürlich auch expandieren. Wir wollen jetzt zurück zu den Präsenzmärkten. Wir wollen weiterhin unseren Online-Shop ausbauen. Wie gesagt, Amazon für Weihnachtsmarktprodukte werden. Irgendwann ist das Ziel nicht nur in den USA, sondern dann auch wirklich auf der ganzen Welt. Aber ja, dafür nutzen wir eben LinkedIn so, um als Brand Awareness Kanal zu fungieren. Okay, mache ich weiter. Für mich persönlich ist, sehe ich mich da oder sehe uns unsere Marke da im Moment noch nicht. Wir haben so viel Potenzial in diesem reinen B2C-Business, in den klassischen Social Media. Da sehe ich jetzt
für mich persönlich keine Notwendigkeit oder für unsere Firma da bei LinkedIn jetzt eine Baustelle aufzumachen. Von den Serviceanbietern, wie seht ihr das? Ja, vielleicht, wenn ich zwei Worte sage, also ich muss gestehen, jetzt durch die Pandemie sind wir deutlich aktiver geworden im Bereich LinkedIn. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was anderes, ob man Service Provider ist und Informationen rausbringt als Uli. Und ich muss gestehen, ich bin oder wir sind als Kanzlei sehr positiv überrascht, dass wir doch sehr viele Fragen von oder sehr viele Leute erreichen können, die auf, sag ich mal, in unserem Bereich auf steuerliche Änderungen, steuerliche Chancen, Risiken aufmerksam machen können. Bekommen darüber schon ein starkes Feedback und auch viele Rückfragen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, das zu sehen. Also für uns kann ich nur sagen, sind wir in dem Bereich sehr positiv, haben sehr gute Erfahrungen gemacht und beabsichtigen, das auch weiterhin aufrechtzuerhalten, weil wir schon sehen, dass unsere Mandanten das, sage ich mal, sehr, sehr befürworten, von uns Informationen zu bekommen. Wir aber auch viele Unternehmen, die jetzt noch nicht Mandant bei uns sind, dadurch auch im Endeffekt natürlich dann auf uns aufmerksam werden. Der große Unterschied, Gerrit, ist natürlich, dass sowohl die Steuerberater wie auch die Rechtsanwälte gewisse standesrechtliche Bestimmungen einhalten müssen. Deswegen ist unsere Nutzung von LinkedIn und Social Media, auch wenn es deutlich mehr genutzt wird, etwas mehr eingeschränkt. Definitiv, ja, macht Sinn. Also ich kann nur sagen, von der Vertriebsschiene her, dass ich kann nur jeden, der in den USA-Markt eintreten möchte, der es ernst auch mit dem US-Markt meint, wenigstens ein eigenes Profil haben sollte, sein eigenes LinkedIn-Profil. Company Profile eigentlich auch ist ein Muss, meiner Meinung nach, heutzutage, weil in den USA spielt das Thema Netzwerk natürlich eine große Rolle. Und wenn ich mich mit jemandem, sei es direkt treffe, telefonisch oder in einer Webkonferenz, man guckt immer genau nach, mit wem treffe ich mich denn überhaupt. Und auf LinkedIn ist es halt schön, man erfährt mehr über eine Person. Man weiß genau, ist man eventuell zur gleichen Schule gegangen, gibt es eventuell Ansatzpunkte, die man auch nochmal in einer Diskussion aufnehmen kann, um dieses Vertrauensbild aufzubauen. Das ist natürlich das eine vom Netzwerkgedanken her, von Vertrauensbild aufzubauen und auch um den Vertrieb ein bisschen zu befeuern. Da gibt es natürlich auch gewisse Tools, die man benutzen kann, wie LinkedIn Sales Navigator und andere. Aber generell zum Marketing, wie Anna genau gesagt hat, ich denke, Brand Awareness ist hier das Wichtigste. Verkaufsform muss man genau gucken, vor allen Dingen auch, was für Produkte oder welche Produkte man da genau vertreibt. Ich sehe gerade, dass wir auch schon leider ein paar Minuten über der Zeit schon drüber sind, was ich allen Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchte. Wir alle hier haben LinkedIn-Profile. Vernetzen Sie sich gerne auch mit uns. Schauen Sie sich gerne auch die Company-Pages auf LinkedIn an. Laden Sie sich auch gerne die Handouts runter. Da haben Sie auch nochmal nicht nur die Namen, sondern auch die ganze Präsentation von Anfang heute mit dabei. Und die Kontaktdaten sind dort auch inkludiert von allen Rednern heute. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Rednern dafür bedanken, dass ihr eure Informationen geteilt habt, eure Geschichten geteilt habt. Leider haben wir nicht genügend Zeit, um noch weiter tiefer in jede einzelne Materie reinzugehen, was es bedeutet mit Amazon, welche Margen gibt es da und, was es alles noch gibt. Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben. Nehmen Sie auch sich Zeit, vielleicht unsere Redner zu kontaktieren oder auch die Produkte zu testen oder auch den Weihnachtsmarkt zu besuchen, wenn Sie hier in den USA sind. Als weiteres möchte ich Sie noch darauf hinweisen, wenn Ihnen dieses Format gefallen hat, wir haben am 25. August einen weiteren Workshop erfolgreich in den USA, und zwar zur Gründung einer eigenen Niederlassung oder Vertriebsgesellschaft oder Markteintritt durch M&A. Wo sind hier die Vorteile, wo sind die Nachteile? Wir haben ein paar Firmen mit auf dem Panel, die sowohl das eine gemacht haben, als auch das andere gemacht haben. Das heißt, wenn Sie sich mit Ihrem Markteintritt in den USA beschäftigen und M&A für Sie ein Thema ist, lade ich Sie ein, nehmen Sie auf jeden Fall teil. Wenn Sie aber sagen, okay, wir wollen eine eigene Vertriebsgesellschaft erstmal gründen, genau das Gleiche. Informationen finden Sie bei uns auf der Webseite oder schreiben Sie mich direkt an. Und als weiteren Punkt, weil wir haben natürlich das Thema Logistik auch hier angesprochen, haben wir an einem Tag davor, am 24. August, ebenfalls eine weitere Panel-Diskussion zu dem Thema das NAFTA-Nachfolgeabkommen USMCA, Chancen und Herausforderungen im Warenverkehr für europäische Unternehmen. Das heißt, sollten Sie sich damit beschäftigen, mit dem Warenverkehr auch hier in den USA,
in Zukunft tätig zu werden, lade ich Sie dazu auch ein. Weitere Informationen finden Sie bei uns auf der Webseite. Und in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an alle Redner, für, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, an alle, die aus Deutschland zuhören, einen schönen Nachmittag. Und ich freue mich, wenn wir Sie bald wieder begrüßen dürfen in einer unserer Veranstaltungen oder wenn Sie sich direkt bei uns bei weiteren Fragen wieder melden. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag oder einen schönen guten Tag noch. Wiedersehen. Danke. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.